Kommen wir damit zum Thema: Stay möchte Montana Black belehren und blamiert sich dabei epochal. Ich denke, Monte ist einfach nur nicht informiert. Wir werden jetzt das Bauchi-Bauchi-Gefühl komplett ausschalten. Fakten von der Polizei. Die Fakten auf den Tisch legen. Cold Hard Facts. Machen die Fakten auf den Tisch. Fakten von der Polizei nennen. Na, dann geht's los. Regelmäßig sprechen wir darüber, dass ihr mir die Frage stellt und ich mir selber die Frage stelle und dann auch Antworten generiert werden. Wie viel politische Interaktion kann man von Influencern erwarten? Also, wie sehr sollte es eventuell sein, dass sich Streamerinnen und Streamer über politische Dinge äußern? Also, soweit okay, finde ich in Ordnung. Die dürfen sich ja auch gerne über Themen äußern. Und ich bin ja bei vielen Themen auch ein kompletter Vollidiot. Und ich weiß nicht, man muss halt nicht zu allem eine Meinung haben. Ich glaube, das ist das Grundproblem. Betrifft alle Lager, alle Seiten. Kannst verstehen, dass Influencer ihre Meinung haben wollen? Naja. Oder Dinge sagen, um Statements zu machen, eigene Positionen zu vertreten und vielleicht einfach eine Meinung zu haben. Und diese Frage hat mich beschäftigt in der Hinsicht, in der ich eigentlich der Meinung bin, dass es gut ist, wenn Menschen eine Position haben und sich da auch äußern zu. Ich aber sehr viel Angst habe, dass da sehr viel Missinformation stattfindet. Ja, also ich kann den Punkt verstehen, insbesondere mit der Missinformation. Niemand kennt sich überall aus. Wäre daher vielleicht streitbar, ob Menschen eher über Themen reden sollten, mit denen sie sich auskennen. Gut, würde aber wahrscheinlich das ganze Influencer-Geschäft kaputt machen. Aber ich stimme dir zu, kann ich durchaus nachvollziehen. Und größere Streamer mit riesiger oder größere Influencer mit riesiger Reichweite einfach dann sich ein bisschen nackig machen oder entblößen und eigentlich zeigen, dass sie überhaupt keine Ahnung haben. Aha, größere Influencer machen sich nackig? Das kann ja nicht passieren. Dürfen wir aber gespannt sein. Deswegen stehe ich da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Also ich stehe da zwischen den Stühlen und sage, ja, eigentlich ist Mitwirkung und Positionierung und so ganz interessant. Aber nur dann, wenn man irgendwie weiß, wovon man spricht. Und ich meine nicht mal, du musst jetzt hier Experte sein. Von mir aus hab ein bisschen Halbwissen und so. Damit arbeite ich ja auch. Also so ein Müh, ne? Also sich einfach nur ein Mühe damit auseinandersetzen. Muss jetzt hier keine große Quellenliste durch die Gegend jagen, aber man sollte schon ein bisschen wissen, worüber man spricht. Sag mal, Quellenliste ist immer schön. Ja, ich befürchte, dass ich die heute nicht anbringen kann. Aber ich weiß, im Endeffekt ist das wahrscheinlich wirklich eher eine Brunnenvergiftung am Anfang trotzdem. Lieber Stay, du wirst hier meiner Meinung nach gleich selber sehr deutlich zeigen, wie gefährlich dieses Halbwissen ist. Gerade dann, wenn man eben auf Basis von diesem Halbwissen so tut, als wenn man großartig informiert wäre. Aber dazu kommen wir noch. Und ich werde jetzt ein Thema angehen, das ich in der Vergangenheit angegangen bin. Und ich glaube, ich bin das in der Vergangenheit nicht richtig angegangen. Darum werde ich es jetzt anders angehen. Mir wurde ein Clip von Monte zugeschickt. Richtig, Montana Black. Der sich politisch ein bisschen positioniert hat. Wie kann er nur? Oder was gesagt hat. Hier kommen wir jetzt im Endeffekt dann zu der bösen Aussage von Montana Black, der, ich weiß nicht, den Hass gesagt hat. Das lasse ich jetzt auch durchlaufen und fasse es danach nochmal zusammen, weil das meiner Meinung nach die Grundlage von ziemlich viel Kack ist, die später kommt. Sag endlich mal auf. 99,999% der ausländischen Bürger, die nach Deutschland gekommen sind, aus was für einem Grund auch immer, sei es politische Flüchtlinge, sei es Kriegsflüchtlinge, sei es einfach nur Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben, weil sie in ihrer Heimat keine Perspektive, keine Zukunft und keine Möglichkeit hatten, für ihre Familie zu sorgen. 99,999% dieser ausländischen Mitbürger, die mittlerweile ja keine Ausländer sind, sondern Deutsche, die in Deutschland ein neues Leben angefangen haben und sich und ihrer Familie etwas ermöglicht haben. 99,999% dieser Menschen mit Migrationshintergrund oder ausländischen Vorfahren werden genau dasselbe über Leute aus ihrer Bevölkerung oder ihrer Herkunft sagen, nämlich, dass wenn die hierher kommen und sich nicht benehmen, schwer kriminell werden und nicht ein neues Leben hier suchen, sondern nur das einfache Leben auf Vaterstaatstasche. 99,999% werden genau dasselbe wollen, nämlich, dass diese Leute zurückgeschickt werden, weil sie ihr Anrecht, hier in Deutschland ein neues Leben anzufangen, verwehrt haben. Und das ist die bittere Realität. Oder das ist keine bittere Realität, das ist die Realität. Also wach noch mal auf, setz mal deine Edeka-Cap ab, lass mal ein bisschen frische Luft an deinen Kopf und wach endlich mal auf. Also das war jetzt die problematische Aussage von Monte.
Und keine Ahnung, kann jetzt jeder sehen, wie er will, aber ich bin nicht der Meinung, dass Monte da jetzt großartig wissenschaftlich rangehen wollte, sondern er wollte einfach seine Meinung, seine Bauernschleue verbreiten. Das sagen, was er in dem Moment gedacht hat. Und wie krude und wie schlimm und wie unfassbar abgedriftet Monte mit der Aussage ist, sehen wir auch gleich noch. Habe ich ja natürlich Quellen dabei. Was sagte Monte jetzt eigentlich konkret? Weil das ist wichtig. Ich finde das nämlich gar nicht so genau, was er da jetzt gesagt hat. Er sagte erstmal 99,99% der Ausländer. Damit sind ja erstmal potenziell alle Ausländer gemeint. Also Ausländer und Zuwanderer. Also nicht Deutsche. 99,999% der ausländischen Bürger, politische Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge, Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben. Er sagte auch, dass diese Leute ja mittlerweile Deutsche sind. Unklar, ob er damit jetzt nun Deutsche mit Migrationshintergrund meint oder Ausländer, die hier leben. 99,999% dieser ausländischen Mitbürger, die mittlerweile ja keine Ausländer sind, sondern Deutsche, die in Deutschland ein neues Leben angefangen haben. Auch hier liegt natürlich auch dran, dass ein Monte, wenn insbesondere wenn er das live macht, ja nicht den Standard an irgendwie Wissenschaftlichkeit legt. Der macht das live, der labert frei von der Leber weg und genau darum lieben ihn wahrscheinlich auch seine Zuschauer. Aber okay, danach sagte er noch, Menschen mit ausländischen Vorfahren, aka Migrationshintergrund. 99,999% dieser Menschen mit Migrationshintergrund oder ausländischen Vorfahren. Damit ist meiner Meinung nach relativ klar, er meint halt alle Menschen mit ausländischen Wurzeln, die irgendwo in Deutschland leben. Na, also derjenige, der vielleicht auch einen ausländischen Papa oder eine ausländische Mama hat oder was auch immer. Er meint hier aber nicht einfach nur Zuwanderer oder ich habe keine Ahnung was, sondern hat den Begriff relativ unkonkret gedroppt, würde er wahrscheinlich sagen, weil es ihm auch gar nicht darum geht, das präzise zu machen. Es geht ihm eher um das Thema, dass Leute sagen werden, wenn irgendwelche meiner eigenen Pappenheimer bauen, dann sollen sie halt rausgehen. Warum ist die Trennung jetzt aber wichtig? Und zwar, weil Stay gleich auf die Kriminalstatistik gehen wird. Und zwar mit Definitionen. Und ja, da driftet das gleich ein bisschen ab. Ganz kurz aber nochmal meine Meinung oder meine Erfahrung zu dem Thema. Ich habe dieses Thema in wohlfeilen Worten oft gehört. Also auch oft von Migranten. Also insbesondere von Menschen, die zwar den Pass der BRD haben, aber wo zum Beispiel beide Eltern oder ein Elternteil aus dem Ausland kommen. Natürlich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch weil viele Menschen mit Migrationshintergrund ihre gefühlten Pappenheimer ja kennen und eben nicht mit diesen Leuten in einen Topf geworfen werden wollen. Und Stay wird jetzt nun Montes eigentlich sehr offene Aussage, warum auch immer, irgendwie detailliert auf Zuwanderer münzen. Ihr könnt für euch jetzt sagen, ob ihr der Meinung seid, dass Monte nur Flüchtlinge meinte oder nur Ausländer. Aber ich bin der Meinung, er hat einfach nur, ohne was jetzt detailliert zu benennen, einfach offen gesprochen. Naja. Ich möchte dazu sagen, da geht es einfach nur darum, dass 99,9% der Leute sich alle irgendwie einig sind, dass kriminelle Ausländer zurück in ihre Heimatländer abgeschoben werden sollen. Und ich dachte mir, bevor ich wieder ein NPD-Plakat raushole. Das NPD-Plakat. Hier zeigt Stay, bewusst oder unbewusst, wie wenig neutral er an die Aussage von Mond rangeht. Da er jetzt hier mit dem NPD-Plakat-Witz kommt, will ich jetzt nicht kritisieren, ich mache selber mehr als genug beschissene Witze. Aber Stay tut so, als wenn Monte hier eine absolute Randposition benennt. Was nicht stimmt. Denn lieber Stay, wenn du das so siehst, dann hast du die Randposition und nicht Monte. Ich habe jetzt mal ganz bewusst eine ältere und eine eher aktuellere Umfrage zu dem Thema rausgesucht, um mal zu gucken, wie sehr Monte mit seiner Aussage eine Randposition hat oder eine NPD-Position, dieser Bösewicht. Dann haben wir einmal, die ist von 2016, große Mehrheit will ausländische Straftäter schneller ausweisen. Die Polizei ist überfordert, das wahre Ausmaß von Verbrechen wird verharmlost. Das glaubt einer Sternumfrage nach die Mehrheit der Deutschen. Der Großteil verlangt daher, kriminelle Ausländer schneller abzuschieben. Eine überwältigende Mehrheit von 83% der Deutschen ist dafür, dass die Gesetze und Regelungen so zu verschärfen, dass überführte ausländische Straftäter schnell ausgewiesen werden können. Nur 15% lehnen das nach einer Forsa-Umfrage für den Stern ab. Wir haben also bei der Umfrage 83%, die tendenziell der gleichen Meinung sind wie Monte, der einfach nur aus dem Bauch heraus irgendwas gelabert hat. Dann hatte ich jetzt hier noch eine Umfrage, die ist jetzt für den Mannheimer Morgen und
aktuell. Einfach um zu zeigen, das lag jetzt nicht nur an einem bestimmten Jahr oder an irgendeinem Vorfall. Hier haben wir, sollen die Möglichkeiten zur Abschiebung krimineller Ausländer weiter erleichtert werden? Ist schon ganz schön rechts, ja? Denn 88% sagen auf jeden Fall ja und 5,3% sagen eher ja. Damit sind wir bei über 90%, die sagen, ja, kriminelle Ausländer sollen schneller abgeschoben werden. Ich distanziere mich davon. Ich gehöre zu den 1,3%. Aber um es nur mal gezeigt zu haben, während Stay so tut, als wenn diese Ansicht, die da erwähnt worden ist, eine absolute NPD-Randmeinung wäre, ist das die Norm. Das ist die gottverdammte Norm, dass die Masse sagt, kriminelle Ausländer sollen abgeschoben werden. Wie gesagt, ich distanziere mich davon, aber anscheinend sind Deutsche so rechtsradikal und gar nicht nur die NPD. Ist aber wichtig. Und wenn Stay das anders sieht, dann ist das auch komplett in Ordnung. Wie gesagt, ich habe versucht, hier sachlich ranzugehen. Er soll seine Meinung natürlich behalten dürfen. Ist dann deine Meinung, Stay. Aber wir haben gerade die Zahlen gesehen, dann hast du die radikale Randmeinung. Nicht Monte. Du hast sie. Faktisch. Okay, machen wir mal weiter. Werde ich einfach mal die Fakten auf den Tisch legen. Ne? Ich mache die Fakten auf den Tisch. Wir gucken uns jetzt Kriminalitätsstatistiken an. Wir gucken uns den Kriminalitätsbericht 2022. Geil! An. Wir gucken uns jetzt Informationen an, was wie wo überhaupt gemacht werden kann und werden jetzt ganz sachlich, ganz hart sachbezogen diese Position mal betrachten. Ja, schön. Freut mich. Dann schauen wir mal, wie lange das sachlich, faktisch und korrekt bleibt. Hust und räusper. Also die Position, so wie ich das verstanden habe, ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund, die kriminell sind, abgeschoben gehören. Das ist die Position. Und das gucken wir uns jetzt an und schauen einfach mal in die Statistiken rein und machen uns mal einen Überblick. Und das Erste, was wir uns da einfach mal machen, ist Cold Hard Facts, und das habe ich hier für euch vorbereitet, die polizeiliche Kriminalstatistik 2022. Das Grundproblem ist hier aber, es sollte doch vielleicht erstmal klar sein, wen oder was meinte denn Monte jetzt genau mit seiner Aussage? Der hat da 2 oder 3 Minuten lang geredet von Zuwanderern, von Ausländern, von Migrationshintergrund, von allem. Ich selber wüsste jetzt nicht, wen genau er meint. So wie ich ihn einschätze, wie gesagt, würde ich sagen, der meinte da auch nichts Präzises mit. Aber da du ein großer Influenzierender bist, kannst du ihn ja vielleicht mal fragen, bevor du das tust, was du da gerade getan hast. Naja. Ganz wichtig, Fakten von der Polizei an. Wir werden jetzt das Bauchi-Bauchi-Gefühl komplett ausschalten und werden jetzt Fakten von der Polizei nennen. Also, ich glaube, ich habe es geschafft, wenn meine Vorbereitung für so einen dämlichen Stream darin besteht, eine einzige PDF bereit zu haben. Also da muss ich sagen, da bin ich halt schon ein bisschen neidisch auf Stay. Aber gut, der ist halt auch live eigentlich sprachlich durchaus versiert. Da kann ich mir auch eine Scheibe von abschneiden. Also polizeiliche Kriminalstatistik 2022. Und wenn man hier runtergeht, da findet man hier eine Statistik und dann kann man einen Überblick der Strafanteile machen. Und wir scrollen einfach nur ein bisschen runter, weil ich will da jetzt nicht draufklicken. Und werden jetzt sehen, ausgewählte Aspekte der Kriminalentwicklung, Straftaten insgesamt. Hier nochmal eine Anmerkung. Wenn ihr wirklich Interesse habt, was die Kriminalstatistik angeht, dann schaut euch bitte nicht nur das Dokument an, was da der gute Stay rausgekramt hat, sondern die Tabelle 62. Die braucht ihr. Das ist die geile Tabelle. Das ist die mit dem harten Schlong. Denn da kann man dann die einzelnen Deliktgruppen nehmen und sieht dann auch die einzelnen ganzen Länder aufgelistet und kann da dann gucken, wer bei welcher Straftat auffällig ist und wer nicht. Und wichtig vielleicht noch, damit kann man eben auch ganz vielen Strohmännern entgegenkommen. Hat mich jetzt übrigens auch gewundert. Ich vermute mal, dass Stay so wenig in dem Thema drin ist, dass er gar nicht dazu kam, die Strohmänner rauszukramen. Aber okay. Insgesamt gab es erfasste Straftaten in 2022 5,6 Millionen, also 5.628.584. Das ist eine Vorentwicklung von einer Steigerung von 11,5% zum Vorjahr und wird begründet, dass der Anstieg mit der Rückkehr ins öffentliche Leben passiert ist wegen Corona. Genau, also stimmt, da hat Stay im Großen und Ganzen recht mit der Gesamtzahl. Da will ich auch gar nicht gegen argumentieren, gehe ich erstmal mit. Darum Tabelle 62 und guckt euch die Proportionen an. Das ist schön, dass man jetzt sagen kann, ey, diese eine Straftat ist, weiß ich nicht, um 2% gestiegen. Wenn wir aber sehen können, ist jetzt nicht die Realität, ja, aber würden wir jetzt zum Beispiel sehen, dass 2% für 10% einer Straftat verantwortlich sind, dann würden wir sehen, dass diese 2% fünfmal so kriminell sind, wie man es für ihren Bevölkerungsanteil erwarten würde. Nicht, dass man da sowas findet bei der Tabelle 62, ja. Aber ja, da könnte man in der Richtung mal nachschauen.
Und jetzt wird das aufgegliedert. Tatverdächtige. Deutsche Tatverdächtige, Tatverdächtige insgesamt und nicht-deutsche Tatverdächtige. Das bedeutet, nicht-deutsche Tatverdächtige insgesamt 783.000 und davon darunter Zuwanderinnen und Zuwanderer. Also Menschen mit einer Duldung oder Menschen, mit, die zugewandert sind. Nicht mit einer Duldung, zur Duldung kommen wir gleich noch. Also Menschen aus dem Ausland. Okay. Also, um deine Logik hier zu hinterfragen. Zuwanderer sind für dich Menschen aus dem Ausland. Ist in Ordnung. Aber was sind denn da Nicht-Deutsche für dich? Denn um zu spekulieren, wo entweder deine Taktik ist oder dein Logikfehler, das weiß ich nicht. Ausländer sind in der Kriminalstatistik Nicht-Deutsche. Genauso wie Zuwanderer. Denn Zuwanderer sind eine Teilgruppe von Ausländern. Migrationshintergrund, was du und Monte ja auch teilweise erwähnten, sind auch Deutsche. Also per Definition ist jemand, der einfach nur einen Migrationshintergrund hat, aber den Pass der BED, ja auch Deutscher. Nehmen wir ein ganz bekanntes Beispiel, Herr Krati. Ich habe per Definition Migrationshintergrund, bin aber per Definition ebenso auch in der Kriminalstatistik Deutscher. Oder wenn jetzt eben jemand mehrere Staatsangehörigkeiten hat. Genau das Gleiche. Wir haben den Krati, dann haben wir irgendjemanden mit 7 Staatsangehörigkeiten inklusive dem Pass der BED und Daniel Deutsch. Alle zählen dann aber zu den Deutschen. Das steht übrigens auch in dem Dokument, mit dem du aufklären wolltest. Also das ist ja die Kriminalstatistik, die Stay benutzt hat. Dann haben wir hier einmal Tatverdächtige Nichtdeutsche sind Personen ausländischer Staatsangehörigkeit. Das sind Personen ohne Pass der BRD. Dann haben wir auch aus dem gleichen Dokument auf Seite 8 die PKS, also die polizeiliche Kriminalstatistik, differenziert zwischen deutschen und nichtdeutschen Tatverdächtigen. Kriterium ist die Staatsangehörigkeit. Ein eventueller Migrationshintergrund wird nicht berücksichtigt. Also auch hier nochmal klar, Migrationshintergrund heißt, wenn du einen Pass der BRD hast, bist du Deutscher. Das ist der Punkt, den du später selber noch erläutern wirst, aber die anderen beiden halt leider nicht. Obwohl das mit Tatverdächtige Nichtdeutsche auf der gleichen Seite zu finden ist. Zufall. Keine Ahnung. Ja. Nicht-deutsche Tatverdächtige, es können ja auch Leute sein, die einen deutschen Pass haben, aber irgendwie nicht deutsch und so. Was? Hä? Nochmal. Nicht-deutsche Tatverdächtige, es können ja auch Leute sein, die einen deutschen Pass haben, aber irgendwie nicht deutsch und so. Nicht-deutsche Tatverdächtige können Leute sein, die einen deutschen Pass haben, aber dann doch nicht so richtig deutsch sind? Was soll denn das bitte sein? Nicht-deutsche Tatverdächtige, es können ja auch Leute sein, die einen deutschen Pass haben, aber irgendwie nicht deutsch und so. Wie kommst du da drauf? Und ohne es böse zu meinen, spätestens ab dem Punkt musst du das doch, wenn du selber von Reichweitenverantwortung sprichst, abbrechen. Weil wenn du deine Reichweitenverantwortung wahrnehmen willst, dann musst du hier Stopp machen. Weil, und das meine ich wirklich sachlich, so sachlich es mir möglich ist, du von dem Thema keine Ahnung hast. Nicht deutsche Tatverdächtige können auch Deutsche sein. Nee, wie soll das gehen? Wie kannst du denn zeitgleich nicht deutsch und dann doch deutsch sein? Nicht deutscher Deutscher oder was? Ich weiß nicht, bist du dann Transdeutscher? Bist du dann deutschfluid? Was soll das sein? Und dann, warte mal, ich muss mal eine Sekunde zurück machen, weil das finde ich auch sehr geil. Er danach sagt, ist ja auch egal. Nee, das ist nicht egal. Alles, was du hier noch aufreihen wirst zu diesem Thema Kriminalität zum Beispiel, steht und fällt damit, ob du überhaupt die Einordnung verstehst. Weil wenn du das nicht tust, dann kannst du es sein lassen, ohne dass ich es böse meine, wie gesagt. Nicht-deutsche Tatverdächtige, es können ja auch Leute sein, die einen deutschen Pass haben, aber irgendwie nicht deutsch und so. Ist ja jetzt egal, für uns interessiert nicht-deutsche Tatverdächtige. Und jetzt sagt er wieder, ja, für uns interessiert nicht-deutsche Tatverdächtige. Was ich interessant finde, weil das wäre wiederum richtig, aber damit macht er gleich nicht weiter. Warum nimmt er dann gleich, obwohl er sagt, ja, es geht um nicht-deutsche Tatverdächtige, Zuwanderer? Keine Ahnung. Naja, schauen wir mal. Statistik beinhaltet aber zum jetzigen Zeitpunkt noch Verbrechen, die Ausländer oder die Migrationsausländergesetze beinhalten. Es gibt eine bereinigte Statistik, die ist auch direkt hier drunter. Straftaten insgesamt ohne ausländerrechtliche Verstöße. Das bedeutet, ohne ausländerrechtliche Verstöße sind dann Dinge, die einfach Deutsche logischerweise nicht machen können, sondern das geht einfach von Verbrechen wie Diebstahl, Gewalttaten und sowas aus. Ne? Hier hat Stay im Großen und Ganzen recht. Jetzt will ich hier nicht haarspalterisch sein. Aber hier nochmal der Hinweis, man guckt im besten Falle, wenn man wirklich Interesse hat, wie das mit der Kriminalität aussieht, nicht nach alle Straftaten, weil da eben auch super viele Straftaten bei sind, die keinen Sch*** jucken. Die sind der Masse als solche egal. Sondern man guckt dann eben nach... Naja, gut. So, also haben wir von 5,6 Millionen Verbrechen mit ausländerrechtlichen Verstößen
310.062 Zuwanderinnen und Zuwanderer im Jahr 2022. So, 310.000. Wenn es ausländerrechtlichen Verstöße rausgerechnet sind, sind es insgesamt 142.721. Von 5,4 Millionen. 5.402.755 an Tatverdächtigen. Hier mixt du jetzt halt, warum auch immer, alles durcheinander. Weil hier ist dein Punkt eben unklar, weil du nimmst jetzt, warum auch immer, nur die Teilgruppe der Zuwanderer, obwohl tendenziell es ja in den Umfragen und in der Aussage von Monte um Ausländer geht, also nicht Deutsche. Du nimmst jetzt aber, warum auch immer, nur Zuwanderer. Daneben geht es im oberen Feld um Straftaten, erfasst und aufgeklärt. Unten geht es um Tatverdächtige. Das sind unterschiedliche Dinge. Um das in den Kontext zu setzen, in den richtigen Kontext zu setzen. Ich habe das mal für euch, wir können da ja ganz einfache Prozentrechnung machen. Es sind hier von der 35, oder nee, Prozent hier 14,8 und hier sind es 7,4. Das sind die Rechnungen, die da hinten rauskommen. Stehen ja auch in der Statistik drin, sehr gut. Also, das sind die Zahlen. Das können wir uns merken. Das können wir uns merken. Okay, die Frage ist ja hier nicht nur der absolute Anteil. Weil du kommst jetzt damit an, ja, dass du sagst, die Zuwanderer, die begehen ja nur 7,4% der Straftaten. Wie gesagt, insgesamt geht es ja um Nichtdeutsche und die haben hier 31,9% der Straftaten begangen. Aber mal abgesehen davon, dass du bis hierhin alles Mögliche durcheinander geworfen hast. Hier wird es jetzt aber doch erst wichtig. Wie sehen denn die verdammten Proportionen aus? Mal über den Daumen gepeilt. Ich habe dazu ein Video gemacht. Jetzt will ich hier nicht alles vorrechnen live. Lass uns jetzt bitte auch nicht um einzelne Prozente feilschen. Dafür sind die Zahlen zu deutlich. Wir haben in Deutschland rund 87% Deutsche. Demnach wäre ja der Erwartungswert, dass Deutsche auch 87% der Straftaten begehen. Wobei ja auch Doppelstaatler, Migranten mit Pass der BRD hier mit reinfallen. Und die waren aber ursächlich für, wir haben es ja hier, 68,1% der Delikte. Und damit sind sie unterrepräsentiert, weil sie nicht 87% der Delikte begehen, sondern nur 68. Damit sind sie unterrepräsentiert. Denn sie begehen weniger Straftaten, als man es bemessen am Bevölkerungsanteil vermuten würde. Nichtdeutsche machen ungefähr, Pi mal Daumen, 13% aus. Begingen aber, wie wir hier sehen, 31,9% der Delikte. Macht eine Überrepräsentation von ungefähr 2,45. Auffälliger, als man an ihrem Bevölkerungsanteil erwarten würde. Das sind übelste Unterschiede. Verrechnen wir jetzt noch das Verhältnis von den beiden Proportionen. Das ist brutal, der Unterschied. Es macht einen riesigen Unterschied. Und die gleiche Rechnung könnten wir auch bei Zuwanderern machen. Das sieht auch da nicht besser aus. Richtig interessant würde das ganze Rechenspiel erst werden, wenn man sich das mit einzelnen Deliktgruppen anschaut. Gruppenferge... oder Messerstraftaten. Solche Delikte. Da haben wir nämlich eine noch stärkere Überrepräsentation. Und darum ist es wichtig, dass man jetzt hier nicht einfach nur sagt, ach guck mal, es sind ja nur 7,4%, sondern man muss auf die Proportionen schauen. Damit steht und fällt das ganze Dilemma. Dass das hier nicht getan wird, würde ich dir nicht mal als Taktik auslegen, sondern ich denke einfach, du wirst es nicht wissen. Das sind die Rechnungen, die da hinten rauskommen. Stehen ja auch in der Statistik drin. Sehr gut. Also, das sind die Zahlen. Das können wir uns merken. Das können wir uns merken. Ich hoffe doch, dass wir uns das merken können, ihr Bösewichte. Wie funktioniert das denn jetzt mit dem Abschieben? Aber das ist ja auch so eine Sache. Bevor wir jetzt zum Thema Abschieben kommen, halten wir bis hierhin erstmal ganz kurz fest. Bisher ist unklar, was Monte überhaupt meinte, hat auch keiner nachgefragt. State zeigt leider deutlich, dass er die Zuordnung in der Kriminalstatistik überhaupt nicht kennt. Und das wirklich Interessante, nämlich die Proportionen, schauen wir uns nicht mal an. Oh, schade Schokolade. Wie funktioniert das denn jetzt mit dem Abschieben? Da wird ja immer von Abschieben gesprochen. Hey, was machen wir jetzt mit denen, die sind kriminell? Wie schieben wir die ab? Können wir die abschieben? Wie läuft das denn eigentlich? Es geht den wenigsten Leuten hier um irgendeine juristische Einteilung. Wenn du den Michel auf der Straße fragst, wie er das mit dem Abschieben sieht oder er bei einer Umfrage mitmacht, dann wird er dir genauso bauchig antworten wie Monte. Das ist ein Unterschied. Die werden dir einfach ihre Meinung oder ihren Wunsch äußern, wie sie das mit dem Abschieben sehen. Von diesen 310.000 oder von diesen 142.000 Menschen kann ich nicht sagen, wie viele davon eine Duldung haben. Nicht-deutsche Tatverdächtige können aber auch einfach Menschen mit einem Pass sein oder mit einem Aufenthaltstitel, der nicht mit einer Duldung zusammenhängt, und dann ist Abschieben schon mal gänzlich raus.
gänzlich raus. Das funktioniert nicht. Das ist nicht so einfach. Ich verstehe hier ehrlich gesagt nicht mal im Ansatz, was oder für was du hier argumentieren möchtest. Erstens, wir sprechen über ungefähr 612.000 nicht-deutsche Tatverdächtige. Und nur davon sind wiederum 142.000 Zuwanderer. Ist ein Unterschied. Zweitens, egal wie man dazu steht, das ist jetzt wichtig, Stay, oder auch gerne Fans von Stay, es ist inhaltlich falsch zu sagen, dass man nur Zuwanderer abschieben kann. Abgeschoben werden kann, jedenfalls in der Theorie, jeder Ausländer, der die Voraussetzungen für eine Abschiebung hat. Also unter anderem auch so was wie Gefährder, Islamisten, Straftäter und so weiter. Die können in der Theorie, wir machen es halt nur viel zu wenig, abgeschoben werden. Das Problem, du vermengst dir halt mehrere Dinge, weil du selber Halbwissen hast. Was okay ist, aber dann versuch doch nicht Monte zu belehren und so zu tun, als wenn Monte keine Ahnung hat, wenn ihr beide einfach nicht in dem Thema drin seid. Und hier nochmal ganz kurz mit Beispielen. Bewusst alte Beispiele. Alle von vor der Migrationskrise von 2015. Alle von davor. Die haben mit einer Abschiebung hier geboren, aber dem Staat zu teuer. Da geht es nicht um Zuwanderer. Staatsbürgerschaft nach 40 Jahren in Deutschland. Türken soll ausgewiesen werden. Gute Deutsche, schlechte Deutsche, Serdar Atkin hat türkische Wurzeln, soll abgeschoben werden. Und dann haben wir hier noch zwei Roma-Brüder, werden mit ihrer Mutter in den Kosovo abgeschoben und so weiter. Ja? Und ich habe jetzt hier bewusst auch Tagesspiegel und Taz genommen, damit mir keiner sagen kann, ich habe rechte Medien genommen. Es geht beim Thema Abschieben nicht nur um Zuwanderer. Darum ist weder die Zahl, die du da gebracht hast, von 142.000 richtig, noch stimmt der Personenkreis, wo es um Abschiebungen geht. Und ein ganz kurzer Exkurs. Bei der Zuwandererdebatte und den ausreisepflichtigen Menschen geht es in erster Linie ja darum, dass oder ob Menschen unberechtigt eingereist sind, also keinen Asylgrund haben und darum rückgeführt werden sollen. Ganz kurzer Exkurs. Theoretisch wäre demnach quasi jeder, der hier einreist, nicht asylberechtigt. Laut Dublin- und Drittstaatenregel. Das wäre juristisch richtig. Denn wenn du aus egal woher kommst und in Deutschland bist, dann kannst du nicht asylberechtigt einreisen, weil du über zig sichere Länder kommen musst. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Und damit bist du per Drittstaatenregel und per Dublin raus. Und mir ist schon klar, dass du mit deiner politischen Sicht, wie gesagt, die will ich dir auch belassen, sagst, nee, das finde ich doof und Grenzen sind doof und jeder soll hinkommen, wohin er auch immer möchte. Alles in Ordnung. Aber alleine hier, wenn wir sachlich bleiben wollen, dann sind wir hier schon bei dem Thema, dass theoretisch alle Leute, die hier rankommen, nicht asylberechtigt einreisen. Und wie gesagt, mir ist schon klar, dass du das moralisch anders siehst. Aber trotzdem, das ist nun mal Hard Facts. Du wolltest Hard Facts und das sind die Hard Facts. In dem Moment, wo jemand über die deutsche Grenze kommt, wissen wir nicht, wer es ist oder aus welchem Grund er über die Grenze kommt. Aber wir wissen um in der Monte-Metapher zu bleiben, in 99,99999% wissen wir, dass diese Person nicht asylberechtigt einreist, nicht asylberechtigt einreisen kann. Wie denn auch? Weil unsere Grenzen sicher sind. Du kannst halt nun mal nicht einfach so nach Deutschland kommen. Das Problem ist ja, Deutschland weiß in dem Moment der Einreise nur, dass man nicht zuständig für Asyl ist. Das Problem von Deutschland ist aber, die wissen nur nicht, wer ist denn eigentlich für Asyl zuständig? Also, wer ist das zutreffende Drittland oder das Dublin-Land, welches zuständig ist? Und hier greife ich kurz vor, du wirst uns gleich erklären, dass ganz viele Leute nicht rückgeführt werden können, weil sie zufälligerweise zum Beispiel keine Ausweise haben, was auch immer. Liegt aber unter anderem daran, dass Deutschland in der Theorie 5 Monate Zeit hat, herauszufinden, welches Land für Asyl zuständig ist. Nach den 5 Monaten wird Deutschland für sie zuständig. Automatisch. Dieser Trick, dieser Hack, dieser Cheatcode wurde im öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert von uns allen, von Isabel Shayani bei WDR4U unter anderem auf Arabisch übersetzt. Keine Fake News, sondern real. Ich würde hier flunkern. Sehr schön, guck mal. Und hier oben, WDR, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Dafür bezahlen wir. Und jetzt haben wir die gute Isabel Shayani. Isabel. Es gibt ein Gerichtsurteil vom Europäischen Gericht. Das müssen wir euch jetzt erzählen. Ja, und jetzt erzählt sie im Endeffekt, freudestrahlend,
übersetzt auf Arabisch, wie man Dublin- und Drittstaatenregel aushebeln kann. Wer länger als 6 Monate in Deutschland ist und hier einen Asylantrag gestellt hat, der darf nicht in ein anderes europäisches Land zurückgeschickt werden, durch das er gekommen ist, bevor er nach Deutschland gekommen ist. Das nun mal zu dem Punkt, dass uns hier schon trotz unserer bestehenden Gesetze vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk erklärt wird, wie man unsere Asylgesetze umgehen kann. Also, um das mal kurz festzuhalten. Ich denke, Monte ist einfach nur nicht informiert. Ja. Und um zu verstehen, wie das mit dem Abschieben richtig funktioniert, haben wir hier einfach mal vom Flüchtlingsrat in Baden-Württemberg eine schöne Aufstellung. Ja, ich kann mir natürlich auch keine neutralere Quelle vorstellen als der Flüchtlingsrat, um hier mal Fakten auf den Tisch zu legen. Naja. Die heißt gegen Populismus. Wie viele Ausreiseflüchtige, Geflüchtete gibt es denn wirklich? Auf was bezieht sich die Zahl 300.000 Personen? Also oft genannte Behauptung ist, dass 300.000 vollziehbar ausreisepflichtige abgelehnte Asylbewerber aus Deutschland ausreisen müssten. Ja, und hier begeben wir uns jetzt auf einen Strohmann von Stay. Keine Ahnung, ob bewusst oder nicht. Denn Monte sprach ja davon, dass kriminelle Ausländer laut vieler Menschen abgeschoben werden sollen. Und Stay verguckt halt erst die Kriminalstatistik und kommt dann jetzt an, wie viel Zuwanderer laut Flüchtlingsrat abgeschoben werden können. Das sind halt komplett andere Themen. Und jetzt möchte er mit dieser Pro-Asyl-Seite, also diesem Flüchtlingsrat, erklären, warum ausreisepflichtige Zuwanderer nicht abgeschoben werden können. Hä? Das passt halt nicht. Sorry. Also, ich verstehe schon, welchen Punkt du machen möchtest. Und ich verstehe auch, dass das deiner Moral entspricht. Die sei dir gelassen. Aber das passt doch überhaupt nicht mehr zu dem, was Monte gesagt hat und wie du Monte belehren möchtest. Das ist doch komplett abgedriftet. Frage. Können alle diese 261.925 Personen, die ausreisepflichtig sind, abgeschoben werden? Nein, das ist nicht der Fall. Oft besteht ein Abschiebungshindernis, zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung oder wegen Passlosigkeit. In diesem Fall ist die Abschiebung dann vorübergehend ausgesetzt. Solange das Abschiebungshindernis besteht, betreffenden Menschen haben dann Anspruch auf eine sogenannte Duldung. Ja, und hier wären wir jetzt unter anderem bei meinem Ausweisbeispiel von davor. Natürlich gibt es Menschen, die nicht zurückgeführt werden können, was aber unter anderem auch daran liegt, dass die Menschen, wenn sie denn hier bleiben möchten, natürlich kein Interesse daran haben, zurückgeführt zu werden. Wenn die einen Ausweis haben, dann sagen die das natürlich nicht. Theoretisch ist es auch so, Zuwanderer haben eine Mitwirkungspflicht, wenn sie herkommen. Hier, Pflichten. Unter anderem haben wir beim Thema Asyl Mitwirkungspflichten. In der Theorie müssen uns die Leute sagen, wer sie sind, wo sie herkommen. Sie müssen uns im Endeffekt ihre Pässe zeigen. Sie müssen uns auch sagen, woher sie gekommen sind und so weiter und so fort. Würde das alles so passieren, dann wäre ein Großteil dieser Menschen in der Theorie auch wieder abschiebbar. Aber es ist ja logisch, dass das nicht passiert, weil menschlich die natürlich nicht abgeschoben werden wollen. Und ich will jetzt keine Straftat bewerben. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere ebenfalls zum Beispiel Bäuchleinweh hätte oder kein gesteigertes Interesse hätte, seinen Ausweis wiederzufinden, der auf einmal verschollen ist. Oder sich daran zu erinnern, welche Route er genommen hat. Das ist doch logisch. Aber das jetzt als Argument zu nehmen und zu sagen, ja, die Leute können an die abgeschoben werden, ja, natürlich. Und menschlich haben sie auch ein Interesse daran, das zu tun. Aber das macht halt das Argument schlecht. Von 261.925 vollziehbaren ausreisepflichtigen Personen hatten laut Plenarprotokoll des Bundestages 210.528.000 Menschen eine Duldung. Somit bleiben 51.397 ausreisepflichtige Menschen, bei denen eine Abschiebung überhaupt möglich wäre. Was hat denn das jetzt mit der ursprünglichen Aussage zu tun? Er rechnet uns jetzt bei den Zuwanderern, warum auch immer, irgendwas runter und kommt jetzt auf ausreisepflichtige oder ausreisemögliche Zuwanderer, davon fast alle im Kontext der illegalen Einreise, während es Monte in seiner Aussage, die du ja selber eingeblendet hast, um kriminelle Ausländer geht. Sondern wenn es ums Thema kriminelle Ausländer geht, dann sind wir bei über 600.000. Und ich halte dich für eine schlaue Person. Dir muss doch auffallen, dass deine Argumentation komplett an dem vorbeigeht, was du selber freiwillig als Schnipsel von Monte eingeblendet hast. Keine Ahnung. Und danach habe ich ein Stück weit übersprungen, weil er halt diesen ganzen Artikel vorliest und der mich nicht weiter interessiert. Das geht halt alles am Thema vorbei. Machen wir mal weiter. Von 84 Millionen Bundesbürgern übrigens. Man kann das übrigens auch mal durchrechnen, da kann man, wir sind ja gerade, also wir haben jetzt hier die Zahl,
97 mal 100 durch 84 Millionen knapp. Das sind 0,06% der in Deutschland lebenden Bevölkerung. Verstehe ich nicht. Gut, jetzt sind wir halt bei 0,06% der Bevölkerung, aber wie gesagt, das ist ein komplett anderes Thema. Es geht nicht mehr um das Thema, was du eigentlich entkräften wolltest. Das Problem ist jetzt, die Verbindung herzustellen. Die Verbindung herzustellen von den Leuten, und das zeige ich jetzt nochmal ganz kurz, die ausreisepflichtig sind, aber vielleicht kann man ja den Zusammenhang ein bisschen erfassen, wie wenig Leute das tatsächlich sind, die ausreisepflichtig sind und die eventuell dieser Gruppe hier zugehören. Denn logischerweise sind nicht alle Menschen mit einer Ausreisepflicht automatisch kriminell. Du widerlegst dich doch gerade selber mit dem, was du da tust. Kann doch nicht dein Ernst sein. Monte sagt, es gibt Menschen, die sind der Meinung, kriminelle Ausländer sollten abgeschoben werden. Das ist genau das, was du belehrend, informierend kritisieren wolltest. Das sind laute Tabelle, die du selber eingeblendet hast, über dem, was du da gerade markiert hast. 600.000. Wie kann es denn sein, dass du die Tabelle einblendest, wo sogar steht, Straftaten, Nicht-Deutsche, aka Ausländer, du aber den Punkt da drunter nimmst, dich daran abarbeitest, die Zahl, die eh schon falsch ist, runterzurechnen und dann aber wieder die Quelle einblendest, die allen Leuten, die sich damit befassen würden, zeigt, dass du halt Humbug erzählst. Mir ist schon klar, dass bei den 600.000 auch geringfügige Straftaten dabei sind. Ja, ich sag jetzt auch nicht, jeder, der, keine Ahnung, sonst was gemacht hat, soll abgeschoben werden. Darum geht's gar nicht. Aber trotzdem müssen wir ja, wenn du das entkräften willst, das nehmen, was Monte gesagt hat. Der hat darüber gesprochen, dass die Leute der Meinung sind, kriminelle Ausländer gehören abgeschoben. Ich distanziere mich davon, weil ich bin genau wie du, jemand, der dafür sagt, alle willkommen. Aber du hast ja gesehen, in den Umfragen, 80 bis über 90% sehen das ebenfalls so. Und du kommst jetzt mit irgendeiner komplett anderen Zahl und versuchst daraus ein Argument zu machen. Und zeigst dabei, dass du die Kernaussage, die du eigentlich entkräften möchtest, ignorierst. Es ist aber eine verdächtig geringe Zahl, neben den 7,4%. Das erstmal als grundsätzliches Verständnis. Weil deine nebeneinander gestellten Zahlen nichts miteinander zu tun haben. Nichts. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, was eine Duldung ist und sowas, aber ich denke, das wird schon ziemlich klar. Ihr habt vielleicht schon mal davon gehört, wie das aussieht, wie populistisch das benutzt wird von Politikern und Politikerinnen der konservativ-rechten und Rechten, die mit konservativ-rechten und rechten Positionen genutzt werden, die dann halt einfach sagen, ja, wir müssen die abschieben, aber was das bedeutet, no one knows. Starke Worte nach den bisherig gesehenen Minuten-Stay. Ja, wollen die anderen mal gucken, was sie mit ihrem Populismus machen? Du kannst Leute auch nicht einfach abschieben. Und das kostet auch eine Menge Geld. Oh ja. Wir kommen jetzt zum Geldthema. Also wir haben jetzt das Asylthema durch. Kommen wir zum Geldthema. Und wenn man glaubt, dass das Fettnäpfchen nicht größer werden könnte, meine Güte. Und da kommen wir jetzt zu der nächsten Sache, die ein bisschen interessanter ist. Und da komme ich einfach mal auf einen Artikel aus der Berliner Morgenpost zurück. Denn die haben was sehr Interessantes gemacht. Denn die haben einfach mal aufgestellt, was so eine Abschiebung kostet. Und wie diese Abschiebungen auch laufen. Ich finde halt alleine schon die Prämisse lustig. Es geht bei dem Thema kriminelle Menschen um die Sicherheit der restlichen Bevölkerung. Und jetzt setzt er dem entgegen, das würde viel kosten. Ja, selbst wenn das viel kostet. Das ist der Grund, warum wir Steuern bezahlen. Wir bezahlen Steuern, damit der Staat für Sicherheit sorgt. Darum bekommt der Staat auch Geld. In einem Idealmodell. Und es gibt Dinge, die lassen sich mit Geld schwerlich aufwiegen. Unter anderem Sicherheit. Ist ein Artikel, hier steht, Ende Mai verlässt ein Flieger der Berliner Flughafen. An Bord 3 ausreisepflichtige Ausländer und 17 Polizeibeamten. 3, Ladies and Gentlemen, ja? Kosten des Charterflugs 64.995 Euro. Zielland Türkei. Ein paar Wochen zuvor hebt ein Flugzeug in Richtung Bulgarien ab. Diesmal schieben die deutschen Boothaften nur eine einzige Person mit diesem Flieger ab. An Bord sind 6 Polizisten. Kosten knapp 26.000 Euro. Im Mai hebt ein Charterflug mit nur einer Person Richtung Tadschikistan ab. An Bord 10 Beamte. Kosten 134.075 Euro. Also erstmal beruhigend, Stay liest genauso Scheiße wie ich. Ich habe also noch Hoffnungen, dass auch ich ein großer Streamer werden kann. Nee, aber ernsthaft. Entnehme ich dem Ganzen, dass es dir gefallen würde, Stay, wenn die Flieger einfach voller wären? Sollen wir die einfach voller machen, dass wir da ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben? Oder willst du vielleicht den Punkt machen, dass uns besserer Grenzschutz diese Kosten präventiv ersparen würde? Habe ich das so richtig herausgehört? Naja, und danach liest er halt den Artikel weiter. Da habe ich jetzt auch wieder ein Stück weit gekürzt, weil er halt irgendwas vorliest. Und ich glaube, ich habe jetzt dann
weitergescrollt, bis er den nächsten Punkt macht. Der Bundesregierung auf Anfrage der linken Politikerin Clara Bünger zeigt, dass die Behörden gezielt auf Mini-Charter setzen, um Abschiebungen durchzusetzen. Mal sind es 4, mal nur 2 oder eine Person, die im Flieger sitzt und mehrere Beamte, die in den Flug in einem eigens gemieteten Flieger sichern. Es ist eine Taktik, die zeigt, welchen massiven Aufwand Deutschland betreibt, um Menschen loszuwerden. Ernsthaft, wir sprechen hier von Menschen, denen gesagt wurde, dass sie auszureisen haben. Mehrfach. Und das mehrfach nicht freiwillig getan haben. Was soll denn das Land machen? Soll Deutschland als Land sagen, bitte verlassen Sie das Land? Und dann tun die das nicht. Und dann sagt Deutschland einfach, ja, dann ist es so. Und ja, entspricht exakt deiner Meinung. Aber das ist ja Kern des Problems. Der Staat muss es tun. Exakt dafür ist der Staat da. Wenn die Leute ausreisen sollen, weil sie nicht berechtigt eingereist sind, dann müssen sie ausreisen. Wenn sie das nicht tun, dann muss der Staat nun mal dafür sorgen, dass die Leute ausgeschafft werden. So ist es halt. Hier kommen wir jetzt nämlich auch langsam in die Richtung, wo aus deinem faktisch, wir brauchen Fakten, wir müssen die Fakten auf den Tisch legen, das Bewerben deiner Meinung kommt. Und auch das ist okay, aber benenn das halt. Naja, okay. Machen wir mal weiter. Wie viel Geld das kostet? Ist unglaublich. Ja, dann hätten wir die andere Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass wir gar nicht erst zu diesem Zustand kommen. Zeigt relativ gut, wie fucking irrational teuer der Prozess des Abschiebens ist. Also wie teuer das ist. Unglaublich teuer. Wir sind jetzt bei einem absurden Thema angelangt. Wie gesagt, was ist uns Sicherheit wert? Es geht jetzt hier nicht einfach nur um das Thema Abschieben. Du reagierst auf die Aussage von Monte, indem Monte sagte, es geht um kriminelle Ausländer. Und jetzt diskutieren wir gerade darüber, dass es teuer wäre, kriminelle Leute daran zu hindern, hier kriminell zu sein. Alleine absurd, dass wir darüber reden. Sag mal, was passiert hier? Zumal hier die kompletten Kosten gegengerechnet werden müssen, die man nach der Abschiebung einspart. Kommen wir auch noch zu. Wir jetzt mittlerweile darüber reden. Also Sicherheit kostet uns Geld, ja, dann sch**ten wir auf Sicherheit. Also dann sind wir wirklich an einem traurigen Punkt angelangt. Tut mir leid. Aber dabei sind ja noch gar nicht die moralischen Aspekte. Das ist erstmal nur Cold Hard Facts. Die moralischen Aspekte sind ja auch immer, die werden ja auch immer begleitet von folgendem Argument. Wir müssen die abschieben, ansonsten werden hier Leute verletzt. Leute verletzt, Leute werden, das, da werden wir wahrscheinlich ziemlich viele zustimmen, die das Argument auch haben. Es geht darum, dass Menschen nicht mehr verletzt werden. Oder dass Menschen nicht mehr angegriffen werden, dass Menschen von diesen Leuten nicht mehr, wie sagt man, bedroht werden. Und jetzt machst du hier halt ein Argument, Stay, was mich beim ersten Mal schauen komplett fassungslos gemacht hat. Ist aber ziemlich schwach. Denn diese Personen, wenn sie zurück in ihrem Heimatland sind, werden auf freiem Fuß dann der Bevölkerung eben auch ausgesetzt. Die kriminellen Leute, die sind ja drüben auch kriminell. Also das sind halt zusätzlich Kriminelle, die dieser Bevölkerung zugeführt werden. Am Anfang hatten wir das mit der Kriminalstatistik. Aufgrund dessen, was hier passiert, haben wir eine enorme Disproportion. Eine fucking enorme Disproportion bei den Straftaten. Hamburg, das ist jetzt gerade, ist ein bisschen verpixelt, tut mir leid, von der aktuellen Kriminalstatistik der PKS 23 aus Hamburg. Hamburg ist das erste Bundesland, was jetzt knapp an der 50%-Marke ist. Migrationshintergrund und Doppelstaat, da zählen alle zu Deutschen. Hamburg hat jetzt erreicht, dass dort knapp 50% der Straftaten aus dem Ausland kommen. 50%. Aber es leben dort in Hamburg nicht 50% Ausländer. Und genau das ist das Problem, weil sich Disproportionen, Überrepräsentationen entwickeln. Und dann haben wir irgendwelche reichen Influencer, die, glaube ich, nicht mal in Deutschland sitzen und uns sagen, ja, das wäre aber nicht gut, wenn wir die abschieben. Das wäre einfach nicht gut. Ja, dann würden die ja in ihrem Heimatland Straftaten begehen. Dann sollen die das lieber hier machen. Ich kann zu dem Punkt beim besten Willen gerade nicht sagen, was mir in den Sinn kommt. Ja, das wäre für mich besser. Ich versuche es nett zu sagen, eben dieser linke Globalkollektivismus, dass man sagt, wir dürfen da keinen Unterschied machen. Also, wenn da jemand ist, der Leute ab,
dann müssen wir das genauso erschütternd finden, wenn das irgendwo in der Welt passiert, als wenn das meinem Nachbar passiert. Auch mal Hard Fact, das klingt jetzt vielleicht nicht nett, gibt unter anderem das Gesetz der Nähe. Heißt also, jede Gesellschaft dieser Welt, außer kollektivistische Linke, sagen sich, natürlich wollen wir, dass es den unseren gut geht. Heißt nicht, dass es den anderen schlecht gehen soll. Aber ihr argumentiert jetzt wirklich dafür, dass wir Straftäter, es geht um Straftäter, dass wir die hier behalten sollen. Ich werde nicht mehr, echt. Diese Personen, wenn sie zurück in ihrem Heimatland sind, werden auf freiem Fuß dann der Bevölkerung eben auch ausgesetzt. Und hier übersiehst oder ignorierst du elementare Dinge. Mal abgesehen davon, dass der deutsche Staat nun einmal Aufgabe hat, uns zu schützen. Da gibt es kein Och moralisch und hier. Der deutsche Staat hat die Aufgabe, seine Bevölkerung zu schützen. Tut er das nicht, dann brauchen wir ihn auch nicht. Dann verliert er seine Legitimität. Und jetzt ein wichtiger Punkt. Viele Straftaten, die hier in Deutschland begangen werden, auch ganz, ganz viele Straftaten, wo wir Überrepräsentationen haben, würden so in den Herkunftsländern nicht oder weitaus seltener begangen werden. Ich nehme jetzt ganz bewusst plakative Beispiele. In deren Herkunftsländern sind die jeweiligen Gesellschaften oder deren Gesetze besser darauf ausgelegt als unsere Länder. Wir haben in Deutschland Gesetze geschaffen, wie es damals für unsere Gesellschaft gepasst hat. Jetzt kommen aber Menschen mit einem anderen Werteverständnis, aber die Gesetze entwickeln sich nicht in der Schnelle in die Richtung, dass sie darauf reagieren können. Genauso wenig auch die Gesellschaft nicht. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel Diebstähle angucken, klar, da ist dann natürlich auch wieder das Thema sozioökonomische Blablabla, gehe ich bei Diebstählen sogar mit, aber trotzdem. Wenn in einem Scharia-Land Diebstahl begangen wird, kannst du ja mal gucken, was dann für eine Strafe kommt. Du kannst dir also sicher sein, dass für jemanden, der Diebstahl begehen möchte, Ladendiebstahl, dass der sich in seinem Heimatland zweimal überlegt, ob er das macht oder ob er es hier tendenziell leichter macht, wenn die größte Gefahr ist, dass Wachtmeister Willi ihn aus dem Laden raustransportiert. Nehmen wir da zum Beispiel das Thema SXX-Delikte. Wir haben in Deutschland eine unfassbare Überrepräsentation bei Sexualstraftaten. Insbesondere bei Gruppendelikten. Überriesig. Ich will jetzt nicht weiter mit Zahlen nerven. Wenn euch das interessiert, guckt euch das an. Gerade bei solchen kulturbedingten Delikten haben wir brutalste Überrepräsentationen. Das sind Straftaten, die können in den Herkunftsländern schlichtweg so nicht passieren. Weil die dortige Gesellschaft für sich Voraussetzungen geschafft hat, dass das nicht passieren kann. Wenn du in Afghanistan bist, dann gibt es nicht die Möglichkeit, dass du mit irgendeinem wildfremden Mädchen tanzen gehst, Alkohol trinkst und sie später... Das gibt es nicht. Wenn du da ein Mädchen böse anguckst, hast du die Familie im Nacken. Hier in Deutschland, dann kommst du... Wo habe ich das Bild? Hier. Dann kommst du im besten Fall in den Kinderkanal. Das unter anderem ist der Unterschied. Wenn er das mit einem wildfremden Mädchen machen würde in seinem Heimatland, kommen die Brüder und machen ihn zu Mus. Wenn er hier in Deutschland, der gute Dia, aka Mohammed, wenn er sich hier die Malvina schnappt, kommt er ins Kinderfernsehen damit. Das sind die Unterschiede. Das kann man doch nicht vergleichen. Und das Gleiche auch bei physischer Gewalt, bei Streitigkeiten. Wir hier haben unseren Rechtsstaat. Die klären das unter sich. Wir hatten neulich in Nordrhein-Westfalen mehrfach, ich glaube, Syrer gegen Kurden oder Türken. Die Polizei war machtlos, am Ende haben Scharia-Richter das geklärt. Und genau das ist der Unterschied. Die Familien klären das unter sich, haben aber dadurch häufig auch ein ganz anderes Potenzial, weil die wissen, wenn die mal mit dem Streit anfangen, dann kann das oftmals nicht einfach so deeskaliert werden. Darum haben die da im Endeffekt auch andere Hürden. Und das sind die Unterschiede, wo man nicht einfach sagen kann, ja, also wenn die Leute in ihrer Heimat sind, begehen sie das Gleiche. Das passiert da so nicht. Ich kann einfach nicht fassen, dass wir über so einen Spiel diskutieren. Und ich habe das jetzt gerade mit den Beispielen stark zusammengefasst. Ja, und ganz wichtig nochmal eine Sache, Hashtag not all. Darum geht's nicht. Aber wir haben faktische Überrepräsentationen. Guck gerne in die Kriminalstatistik. Richtig, nicht wie gerade. Und ich finde, und das ist jetzt meine persönliche Position, die ich damit auch noch unterstützen möchte, wenn Menschen kriminell sind, dann sollen sie ins Gefängnis. Und mir ist auch egal, ob dieser Mensch aus Serbien kommt, aus Syrien, wo auch immer her. Deutschland kann sich das leisten, diesen Schutz, damit diese Leute, wenn sie ein Verbrechen begehen, in Haft sind. Easy. Die können dem Rechtsstaat entweder eine Resozialisierung erfahren oder
da halt drin sein. Deutschland kann sich das leisten. Dein Argument gerade zum anderen Thema war zu den Abschiebungen. Abschiebungen sind zu teuer. Jetzt können wir uns aber leisten, wenn die in Haft sind. Mal ein Beispiel, nur auch hier wieder Pi mal Daumen. Nehmen wir das bitte alles als Rundungswerte. Das soll jetzt alles nicht auf den Euro oder Cent genau sein. Darum geht's nicht. Und zwar, in Berlin kostet ein Häftling am Tag den Staat ungefähr 225 Euro. In einigen anderen Bundesländern hatte ich nachgeschaut, war es ein bisschen weniger, in anderen ein bisschen mehr. Schenke ich dir, machen wir mal rechnerisch bei 100 Euro draus. Leichter zu rechnen. Ist auch ein bisschen älter, wird sich nicht gebessert haben. Ausländeranteil in deutschen Gefängnissen erreicht Rekordwert. Das ist hier noch von 2019. Da sehen wir in Hamburg 61% der Insassen sind nicht Deutsche. In Berlin sind es über 50%. Dann habe ich einfach mal geguckt, wie viele Menschen es denn so im Knast gibt. Und dann Berlin als Beispiel genommen. Da haben wir hier insgesamt 2700, habe ich jetzt einfach mal Pi mal Daumen die Hälfte genommen. Macht also rund 1350 Ausländer. Und alleine ausländische Insassen kosten Berlin am Tag knapp 250.000 Euro. Im Jahr rund 98 Millionen Euro für ein Bundesland. Während du uns vor ein paar Minuten gesagt hast, Abschiebungen sind zu teuer, sagst du hier, wir können uns das leisten. Ach so, das können wir uns leisten und das andere aber nicht, oder wie? Ist jetzt hier, wie gesagt, nur ein Beispiel. Selbst wenn es nur um das Geld ginge, jeder Mensch, der ungefähr 10 Monate im Knast wäre in Deutschland, da wäre selbst eine Abschiebung, wenn die 60.000 Euro kosten würde, nach einem Jahr amortisiert. Mit den Kosten wieder drin. Nicht mit eingerechnet die indirekten Kosten. Nämlich, was die Opfer angeht. Auch nochmal ein wichtiger Punkt. Weil du ja mit Kosten argumentieren möchtest und damit der Resozialisierung angekommen bist. Davon abgesehen, dass uns ja auch Resozialisierungsprogramme nochmal was kosten. Das ist hier, glaube ich, aus der Kriminalstatistik 2020 gewesen. Insgesamt sind knapp 59% aller Täter Wiederholungstäter. Bei Mord sind es 66%. Bei Gewaltkriminalität 68%. Und das, lieber Stay, das sind offizielle Zahlen. Du wolltest Fakten, Fakten, Fakten. Ja. Ich mache die Fakten auf den Tisch. Aber okay. Besonders im Kontext dieser irren Summen, die im Zusammenhang mit Abschiebungen aufgewendet werden, die wir nachweislich gerade vor uns haben. Naja, wo ich dir gerade eindrucksvoll und nachweislich gezeigt habe, dass das nicht das beste Argument war. Das Zurückführen ist Geld verbrennen. Auf die Gefahr hin, dass du das Geld mehrfach verbrennst. Das ist wirtschaftlich vollkommen dämlich. Also bewirbst du hier gerade indirekt Grenzkontrollen oder was, damit wir das Geld nicht mehrfach verbrennen? Also, wenn das der Karl hört, das kann doch nicht sein. Ja, dann gibt's aber Ärger. Ja, bitte dich. Und moralisch natürlich, da habe ich die Moral noch nicht mal mit einfließen lassen. Dann kommt die politische Moral. Also vielleicht auch nicht meine, oder nicht politisch, aber kommt einfach die Moral. Ich finde Abschieben Schwachsinn. Es macht einfach keinen Sinn. Du sagst, abschieben findest du blöd, willst du nicht machen. Alles gut. Wenigstens machst du hier klar, dass das deine Meinung ist. Die Zahlen haben wir uns angeschaut. Ich bin der Meinung, die geben anderen Personen recht. Faktisch, inhaltlich. Mir geht es hier einfach um die harten Zahlen. Und die entsprechen auf jeden Fall auf der nicht-moralischen Ebene. Nicht dem, was du hier propagierst. Jetzt, finde ich, merkt man, dass du in deinem Element bist. Weil jetzt kommst du zu dem eigentlichen Punkt, dass du jetzt endlich deine emotionale Meinung kundtun kannst. Das, was dir wichtig ist. Aber dann verpack das doch bitte nicht mit den Fakten am Anfang. Oder sorg wenigstens dafür, dass wenn du mit Fakten kommen möchtest, die wenigstens halbwegs stimmen. Die das betrifft, ist gering, ist minimal. Immer wieder davon zu sprechen, dass das ja eine so große Menschenmenge ist, ist absoluter Schwachsinn. Auch das belegen die Zahlen. Mehr als die Zahlen zu lesen und dem Ganzen dann nochmal einen Gedanken zu verschwenden, ist vollkommen absurd. Die Zahlen, die du selber eingeblendet hast, plus der Zahlen, die ich dir eingeblendet habe. Nicht ich, ich tue das nicht. Die Zahlen, da martern dir die Eier. Nicht ich, die Zahlen, die du eingeblendet hast, die Zahlen, die du entkräften wolltest, plus dem bisschen, was ich nachgereicht habe. Die Zahlen sagen aus, dass das nicht stimmt, was du hier propagieren möchtest. Deutschland braucht Zuwanderung. Wenn wir keine Zuwanderung haben, dann finden Arbeitgeber keine Arbeitskräfte mehr. Denn der demografische Wandel, besonders die ausstehende Boomer-Generation, die Menschen dann in die Rente schickt, wird verheerende Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Das sind alles Informationen, die gängig und bekannt sind. Ach, tut mir leid, ich wollte sein. Ach Mann, ich wollte ernst bleiben, ich wollte es nicht durchhalten. Ach Mann,
Sag mal, jetzt mal hier, ich weiß nicht, Safran bei die Kebab, ja? Packst du hier jetzt irgendwelche linken Schlagworte ab oder was? Wir reden bei dem Thema, was du wolltest das entkräften, was Monte eingebracht hat, über kriminelle Ausländer. Monte nannte das, ich nicht, ich bin dafür hier Open Borders, ja? Ich habe nur Zahlen dazu gebracht, mehr habe ich nicht getan. Aber es geht hier um kriminelle Ausländer und du, warum auch immer, schwenkst dann auf Abzuschiebende, um dann jetzt als Argument zu bringen, wir brauchen Zuwanderung. Sag mal, was soll denn das sein? Nicht, dass ich das irgendwie behaupten würde. Aber theoretisch könnten Menschen, die dir weitaus weniger positiv geneigt sind, jetzt der Meinung sein, du argumentierst bei dem Thema, was du selber beackern wolltest, dafür, dass Deutschland kriminelle Menschen im Land braucht für die Wirtschaft. Wir brauchen jetzt laut deiner eigenen Argumentation kriminelle Menschen wegen die Boomer, wegen die Wirtschaft, weil der Marcel Fratscher das gesagt hat. Und ich muss mich wiederholen, das kannst du doch nicht ernst meinen. Schlichtweg wahnsinnig. Dass wir jetzt gerade dafür argumentieren, wir brauchen kriminelle Menschen im Land. Und du wolltest das Thema kriminelle Ausländer zerstören. Und bist jetzt hier ein paar Minuten später dabei, dass du sagst, nee, wir brauchen Zuwanderung. Wir dürfen kriminelle Menschen nicht abschieben. Ach, um Gottes Willen. Abschieben ist menschenfeindlich und jeder, der abschieben will, hat keine Ahnung, wovon er da redet. Alles gut, das ist deine Meinung. Aber viel von dem, wir reden über Fakten, ist jetzt nicht übrig geblieben. Da hat Monte, ohne es zu wissen und ohne es darauf anzulegen, mehr Fakten gebracht. Alerta, alerta. Oh ja, sehr gut. Und bezieht sich auch nicht mehr auf Zahlen, sondern nur noch auf dieses Gefühlte. Und Gefühle sind gefährlich. Ich meine, ich kann meine Gefühle auch mit einbeziehen. Was du gerade tust. Da kann ich auch einfach sagen, hier so und so sieht's aus, aber jetzt will ich mich einfach mal auf die Zahlen berufen. Und wenn man den Zahlen nicht glaubt, dann weiß ich nicht genau. Dann ist ja alles überflüssig. Also besser kann man den Dunning-Krüger-Effekt nicht darstellen. Tut mir leid. Das ist episch peinlich. Glaubst du hier wirklich allen Ernstes oder du verkaufst es gut für deine Zuschauer? Du bist erfolgreich, gib dir irgendwo auch recht. Tust jetzt aber immer noch so, als wenn du hier anhand der Zahlenbasis argumentierst. Während die Zahlen, die du ja teilweise selber eingebracht hast, dich zermartern. Also fall doch nicht auf Populismus rein. Besonders wenn das Argument kommt, die liegen auf der Tasche. Ich werde mich zukünftig weiter für Menschen mit geflüchteten Hintergrund einsetzen, weil es wichtig ist, diese richtigen Informationen an Leute, die Populismus betreiben, ranzubringen. Du hast hier faktisch mehrfach falsche Zahlen genannt. Meine ich neutral. Irgendetwas erzählt, was gar nichts mit der Aussage zu tun hatte, die du entkräften willst. Du bist jetzt gerade der populistische Kneipenjolly, der hier vollends bei den Emotionen ist. Und hier merkt man auch wieder, dass das dein Kernthema ist. Da bist du stark drin. Und ich weiß nicht, welche 99,99% der Leute Monte meint, wenn er das sagt. Also er sagt ja, dass alle sich irgendwie einig sind. Der sagt auch, dass Menschen, die mal nach Deutschland gekommen sind und die jetzt deutsch sind, sich da auch einig sind. Aber ich teile das nicht. Ich glaube auch nicht, dass so viele Leute einig sind. Dass diese Einigkeit existiert nicht. Ich widerspreche da vehement. Und hier haben wir jetzt einen ganz wichtigen Punkt. Du sagst, ich glaube das nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und du bist immer noch der Meinung, dass dieses Abschiebethema die radikale Meinung ist. Weil du hier nicht erkennst, dass du die radikale Meinung vertrittst. Das ist das Grundproblem dabei. Umfrage von letztem Jahr. Sollen die Möglichkeiten zur Abschiebung krimineller Ausländer weiter erleichtert werden? Ja, auf jeden Fall und eher ja. Sind bei über 90%. Während du sagst, ich teile das nicht. Ich verstehe das nicht. Und klar, 99,99% ist Gelaber. Aber ich finde es lustig, dass sogar eher ein Monte einfach so richtiger liegt als ein vermeintlich eloquenter Stay. Die 99% von Monte, die sind bauchig gewesen. Aber der ist weitaus näher an den 99% dran, während du sagst, es wäre eine Randmeinung. Obwohl du dich mit den Themen Politik und Abschieben und ich habe keine Ahnung was, 100%ig öfter befasst als ein Monte. Ich will hier Leute erreichen, die sich das angucken. Ich will Leute erreichen, die das sehen. Ich möchte da ganz klar sagen, ey, da ist was nicht in Ordnung. Diese Zahlen, diese einfachen Aussagen fassen das komplexe Problem nicht zusammen. Genau das war es halt nun mal. Monte hat einfach nur eine seichte Aussage gegeben. Unüberlegt aus der Pistole geschossen von Monte. Ja, eine Aussage, die aber trotzdem näher an der Meinung der absoluten Mehrheit liegt als du. Denn dieses komplexe Problem wird in dieser Form einfach, dem wird das nicht gerecht. Besonders wenn man die Leute
anguckt, die eine Duldung haben, besonders wenn man die Kriminalstatistik anguckt, die wir uns hier auch angeguckt haben. Diese Sachen sind alle da. Das kann man sich alles runterladen. Ne? Kriminalstatistik 2022, gerne auch das erste Quartal. Ich finde das hier einfacher, weil das so ein bisschen größeren Zusammenhang zeigt. Du hast ja trotzdem die falschen Zahlen genommen, kamst nicht zu den Überproportionen und hast dich nicht mit den Themen befasst, um die es eigentlich geht. Und danach hat er, weiß ich nicht, ein paar Minuten darüber geredet, dass die AfD jetzt auch Migranten abwerben möchte, was für mich nicht zum Thema gepasst hat. Darum habe ich es übersprungen. Also um mal diesen Monte-Clip zu zitieren, auch dieser wird genutzt, um diesen Linken endlich zu zeigen, was die für Trottel sind. Also das muss der gar nicht so meinen und ich will das auch gar nicht so darstellen. Ich denke, Monte ist einfach nur nicht informiert. Ehrlich jetzt, was soll ich denn darauf antworten? Ich gebe mir wirklich Mühe, sachlich zu sein. Du machst es mir gerade nicht leicht. Monte soll sich informieren. Du stellst gerade so immer noch so dar, als wenn Monte hier der Vollidiot in der Geschichte wäre. Du hast die falschen Zahlen genommen. Du kennst die Einordnung der Kriminalstatistik nicht, wann jemand Deutscher oder Ausländer ist. Und hast dabei die simple Aussage von Monte mit Strohmännern übergangen. Du hast ja selber gesagt, du hast bei einigen Themen Halbwissen. Aber dann tu doch nicht so, als wenn du hier der Informationsbringer für Monte bist oder für wen auch immer. Und wenn du schon in die Kriminalstatistik schaust, spätestens dann muss dir doch auffallen, dass wir ein deutliches Ungleichgewicht haben. Das ignorierst du aber vollständig. Am Ende bist du jetzt wieder bei dem, was du gut kannst, bei deinen emotionalen Meinungsbekundungen. Aber von deinen Fakten ist nicht viel übrig geblieben. Aber gut, nähern wir uns dem Endspurt. Aber ey, man muss doch sagen, auf TikTok, auf dem ich das gefunden habe, auf dem TikTok-Kanal, haben die Nutzerinnen und Nutzer auch echt viel widersprochen. Sehr viel widersprochen. Die haben gesagt, dass das nicht sein kann, dass das nicht so einfach ist, dass das logischerweise gar nicht so funktioniert, dass das die Zahlen ganz anders aussehen. Und da muss ich sagen, Daumen hoch, vielen Dank auf jeden Fall dafür. So einfach ist das vielleicht noch nicht mit dem Abschieben. Aber das war auch nicht die Aussage. Es ging hier nicht um eine wissenschaftliche Machbarkeitsanalyse von Professor Dr. Monte. Und für diese Menschen ist dieses zusammengefasste Video, vielleicht für irgendeinen, die jetzt denken, ja, aber wie sieht denn das in Wirklichkeit aus? Guckt euch das gerne an. Ich verlinke alle Quellen unter dem YouTube-Video. Also alles, was ich eben gerade genannt habe, wird einfach nochmal unter dem YouTube-Video verlinkt, damit man sich einen Überblick dazu machen kann. Gehe ich mit. Ich bin hier mit Stay einer Meinung. Insbesondere auch an alle, die mich scheiße finden. Hört nicht auf das, was ich sage und hört nicht auch auf das, was Stay sagt. Außer jetzt der Appell. Guckt euch die Kriminalstatistik an. Guckt euch bitte und gerne auch, wenn ihr wirklich die Überproportion sehen wollt, Tabelle 62 an und informiert euch. Und hört nicht auf irgendwelche im Internet. Damit meine ich nicht Stay. Damit meine ich mich. Hört nicht auf mich, sondern guckt, wenn euch das Thema interessiert, bitte selber nach. Solltet ihr Fragen haben, wo das ist, könnt ihr zur Not auch bei mir bei How-To-Kriminalstatistik nachgucken, wie ihr das findet. Und informiert euch selber. Ich will in diesem Fall, ich habe den Fehler mal gemacht, ich glaube nicht, dass Monte eine rechte Ideologie hat, das ganz und gar nicht. Ich glaube einfach, dass der mit Sachen um sich wirft, von die er nicht kennt, wo er nicht weiß, was das ist, was das bedeutet. Ja, er wirft mit Sachen um sich, wo er nicht weiß, was das bedeutet. So wie etwa die Kriminalstatistik, ja? Genau so. Warum sollte Monte keine rechte Ideologie haben? Rechts ist wie links erstmal ein normaler Teil der politischen Landschaft. Monte darf rechts sein und jemand anders darf links sein. Das Problem sind die Ränder. Und wenn wir in Richtung der Ränder schauen, dann bist du vermutlich weit, weit, weit näher an einem politischen Rand, als es ein weitestgehend unpolitischer Monte ist. Und bevor der Strohmann kommt, ja, ich werde wahrscheinlich auch näher an einem Rand sein, als ein Monte das ist. Aber so, ich finde es aber wichtig, das mal aufzuschlüsseln und mal zu sagen, hey, das geht nicht. Das ist nicht korrekt, das ist so nicht richtig und vor allen Dingen viel zu einfach ausgedrückt. Ja, darum habe ich mir die Zeit genommen, hier nochmal für Aufklärung zu sorgen. Denn gerade beim Thema Kriminalität sollten wir stichhaltige Informationen haben, die hieb- und stichfest sind, scharfe Fakten beinhalten, denn sonst ist Mau. Ciao.